In der Serie Brotzeit-Serie, das hat damit zu tun, als die 10 Kundschafter, beziehungsweise 12 Kundschafter, das Land, das verheißene Land ausgekundschaftet haben und die 2 Kundschafter gesagt haben, ja, das sind Riesen. Die 10 anderen, wo negativ berichtet haben, ich weiß jetzt die Bibelstelle, habe sie gestern gesucht, weiß nicht, wo es drin steht. Na ja, wenn du das Video hörst und ich habe es jetzt vorhin vergessen, dir zu schreiben auf Facebook, dann bitte schick mir die Bibelstelle, wo es genau drin steht. Und es steht auch in der Bibel drinnen, sie hatten einen anderen Geist. Du hast Personen, nach außen hin sieht alles aus, noch mehr wie Reich Gottes, übertrieben jetzt gesagt und so weiter. Und, wow, fantastico, Älteste oder was, und was weiß ich was, und eine Referenz in den letzten 150 Millionen Jahren, das, wow, und so weiter und so fort. Aber was du mit diesem Personenkreis, was auch immer zu tun hast, immer, ich kann Bücher davon schreiben. Es kommt nicht wirklich zu irgendwas, ja. Und dann hast du so ein paar Bekloppten, wo ich dazu zähle und hallo, ja, und so. Und die von allen, was weiß ich, sonst wie verschrien, umkreist und sonst was werden, ja, die auch polarisierend sind. Und da muss man auch Acht geben, auch das unter göttlicher Ordnung immer stärker. Das macht mir immer mehr Freude. Das fängt an richtig in mir aufzuquellen, ja, auch das Pulsierende, auch das, was noch, ja, und so weiter. Die deutsche Frequenz, die deutsche Kategorisierung, die will immer, die sagt, dass man das schleifen soll. Überhaupt nicht soll man schleifen. Ja, dieses Impulsive und es wird dann immer gesagt, ja, da muss man zuerst den Willen brechen. Ich habe, als wo das Markus mal gepredigt hat, dass das nirgends in der Bibel steht, dass Gott deinen Willen brechen will. Da habe ich gesagt, oh, hat er da recht? Hat er da recht? Steht es tatsächlich nicht in der Bibel drin? Ich war immer noch so religiös programmiert, ja, dein Wille muss zerbrochen. Und wenn du das aber genau liest, das stimmt. Also ich hab auch eine Bibelstelle gefunden, wo drin steht, ich habe jetzt vielleicht nicht alle damals vor ein paar Jahren durchgeschaut, sondern er will diesem gebrochenen Herzen und Willen aufrichten, steht immer vom Aufrichten drin, ja. Aber nicht, dass er deinen Willen zerbrechen. Er stellt deinen Willen unter göttliche Ordnung, unter zum Beispiel 1. Johannes 5, Vers 17. Ja, liest es, was er meditiert, es hol dir die App Maisword und so weiter. Lies es im Griechischen, was da, oder gut, die ist so unmissverständlich, oder ja, die ist so stark und kurz auch dieser Bibelvers, steht ganz klar drin, jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber nicht jede Sünde ist zum Tode. Ja, da brauchst du großartig ins Griechische dich vertiefen, kannst du auch trotzdem machen. Ja, und wenn der Willen und das nur so eine einzige Bibelstelle, hör dir das Video an von gestern, die Nummer 3 Brotzeit. Ja, da bin ich ein bisschen tief eingegangen. Ich habe die Bibelstelle, wie ich sie dann wieder gefunden habe, und da gehe ich jetzt dann erst drauf ein. Das ist hammer, hammer, hammer stark, wie das mit die nur ein Vers und vor allem Anführungsstriche, denn das komplette Leben und die Sicht revolutioniert, reformiert und revolutioniert. Das ist doch der Hammer. Ja, das ist doch was Schönes. Das ist doch was. Da gehst du ganz anders in den Alltag hinein, wenn du gelassen, okay, die Dinge, was man sieht und was um einen rum passiert und der Lehrer damals gemacht hat und Eltern und was weiß ich, egal wie weit man. Ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt, da habe ich auch drüber in einer anderen Serie berichtet oder was die gestrige Serie, weil ja, doch ja, habe ich auch darüber berichtet. Ja, da wurden auch all die Kamellen und Verurteilungen und dies und jenes und wie gehe ich dann damit um, die Nacht, die darauffolgende Nacht, ja, die habe ich dann nicht gut geschlafen und so weiter und so fort, ja. Wenn dann all die Verurteilungen wieder frequenzmäßig hochgeschleudert werden in den zu einer Wahrheit sich formiert, wenn man es zulässt, ja. Aber da formiere ich mich wieder anders in die Wahrheit von Jesus Christus, in diese Frequenz hinein. Ja? Und das sind diese Prozesse, diese Reich Gottes Prozesse. Das Reich Gottes ist da, die Fülle ist da.
Nur wir können nicht umgehen damit. So wie ich jetzt das Beispiel mit dem Handy gebracht habe, ich kenne schon die Videos in dieser Qualität, alles so sein mit 16.9 vom ersten Tag an. Ich hatte, das ist das gleiche Handy, es ist nur die Einstellung, nur zwei, nur, muss ich mal schon überlegen, Moment, nur zweimal den Daumen betätigen oder Zeigefinger, ist egal welchen Finger du nimmst, oder den großen Zehen, wenn du da so gut motorisiert, feinfühlig bist. Ist ganz egal. Nur zweimal den Daumen betätigen und das Handy quer in die Halterung rein und schon ist das Bild schöner, denke ich doch zumindest, ja, und so weiter und so fort. Ja. Und genauso ist es eine Bibelstelle. Und da siehst du, wie Satan daran versucht, alles zu tun, zu arbeiten, dass du nicht in diese Gnade, das ist ja Gnade, dieses Wort. Wort Gottes ist ja Gnade. Johannes 1. Also was ist ja, aus Gnade. Ja, Jesus, unser himmlischer Vater, der wollte uns nicht verloren gehen sehen, ja, und deshalb hat er sein Einziges, ja, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dahin schlachten ließ für uns, für dich, ja, und wenn du noch nicht von neuem geboren bist, dann darfst du das jetzt gerne tun. Indem du sagst, ja, ich glaube an dein Wort, Jesus Christus, dass du für alle meine Sünden gestorben bist und den Tod besiegt hast und am dritten Tag auferstanden bist. Und ich bitte dich, dass du mir alle meine Sünden vergibst und ich will dich aufnehmen in mein Leben und ich will dich leben, das lebendige Wort Gottes suchen, erfahren, begegnen, leben. Halleluja, preis dem Herrn Sohn, jetzt bist du ein Kind Gottes und im Himmel ist Party und du, der du vielleicht schon lange im Glauben bist, Jesus schon jahrzehntelang kennst oder wie lange auch immer und Neuanfang, kompletten Neu, also was heißt Neuanfang, hört sich nicht das Richtige, aber wirklich wieder voll ins Reich Gottes, sich voll fürs Reich Gottes entscheiden möchtest, dann sag doch einfach, Herr, hol mich hier raus aus diesem Zirkel, egal was es kostet. Amen, Halleluja. Jesus hatte das erste Wort in diesem Video, meinem Dienst, in meinen Beziehungen und hat auch das letzte Wort. Shalom. Schön, wie der Heilige Geist mich dann immer daran erinnert. Ich habe das noch nicht so auf dem Schirm. Das ist Shalom. Ich drehe mal eine Serie über Shalom. Das ist so gigantisch. Geh mal rein in die Schrift, was Shalom bedeutet. Hey, das verändert dein Leben hammermäßig. Amen, Halleluja.